Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge Rankle. Heute alle Sterne. And his name is Skin Baron. Ich habe mir fest vorgenommen, heute ganz genau hinzugucken, weil ich jeden einzelnen Stern mir snacken möchte. Und wir fangen direkt an, let's go. Und natürlich gibt es hier dann auch wieder ein Giveaway. Ne? Wir lösen eins auf und machen ein neues. Neuch. Mach schön laut, dass ihr alles hören könnt. Und dann, ja, dann war rein. Beeindrucke mich, Spieler. Lächerlich. Uiuiui. Ein bisschen gestruggelt. Aber der Kollege hätte auch ein bisschen was machen können, dein Main. Bisschen mehr. Boah, das ist shaky, bubaky aim. Also nicht extrem shaky, aber schon jetzt ein bisschen shaky. Und lässt da oben im Ding. Wie macht er den weg? Pass auf, tappt er? Naja. Setzt Salven ein. Okay. Naja. Sein Kollege heißt Pussy. Aha. Das muss ich mir gar nicht weiter angucken. Ich weiß, was er ist. Also glaube ich. Ich würde sagen, dass er hier in dem Bereich sich aufhält und sogar eher in Richtung Silber geht. Aber komm, Gold. Wer MP5 spielt, kann jetzt nicht so silbrig sein. MP5 wird schon von Machern gespielt, würde ich jetzt mal sagen euch. Und ja, aber vielleicht auch nicht. Ich hoffe ganz fest, dass es ein Goldnummer ist. Wir gucken direkt, wie der Hase läuft. Ein Stern. Fuck. Ich hätte doch links. Ich hätte dann doch noch darüber switchen sollen. Aber die erste Intuition war einfach Gold 4. Das habe ich so gemacht. Immerhin ein Stern. Bye bye, alle Sterne. Schade, nächstes Mal dann. Aber naja. Ihr könnt mir auch natürlich gerne wieder sagen, wie viele Sterne ihr am Ende gehabt hättet. So, erster ist wie gesagt Silver Bubilva. Ich habe Gold 4 gesagt. Naja. Oh, mal wieder Anubis. Okay, ja, dann mach mal. Anubis ist doch wie immer ein Schmaus. Connector. Oh ja, Connector. Oh, stimmt, eben war gar kein. Oh, das ist ein Deutscher. Corner von mir hier. Klingt zumindest deutsch im Hintergrund, akzentisch eher. Mucke läuft auch im Hintergrund, okay. Ich hoffe, dass YouTube da nicht anschlägt. Oh mein Gott, I am so fucking talented. Aha. One in the temple. Also er macht hier schon mal sehr schöne Pre-Aimereien und auch schöne Shots. Also hier würde ich auf jeden Fall Richtung Lem. Vielleicht sogar Supreme gehen. Auch so, wenn man jetzt reinlauscht, im Vergleich eben der Voice-Chat leer. Also eher so Silver halt, ne? Und hier sind wir doch in einem Bereich, wo dann auch gewonnen werden möchte. Wo man Wert legt auf Teamplay. Ich nehme an, er, dieser Last Don't Know oder Unknown oder was er gesagt hat. Ich glaube, das ist er, ihmchen hier. Und er hört sich sehr, sehr confident an und sehr gut. Das hört man ja oft aus der Voice auch raus, wie gut jemand ist. Also ich würde hier sagen, Lem Supreme, vielleicht sogar Global. Mal gucken, wie er den letzten jetzt noch macht. Was er hier mit der Smoke macht, ist natürlich jetzt ein bisschen riskant. Aber da hat er auch, also da hat er aber auch Time-Lag. Irgendwie, was hat der letzte da geaimt? Das war doch, guck mal, er kommt aus der Smoke raus, hat den Nachteil des Grauens. Eigentlich ist er hier schon tot, weil man die Füße ja schon einen Kilometer vorher sieht. Guck mal, ihmchen. Wahrscheinlich hat er die Smoke geschmissen, so von wegen, Achtung Rudi, ich schmeiße die Smoke, bing. Und dreht sich um, guckt nach da und der kam eben erst, oder? Oder stand er da schon eine Weile? Pass mal auf. Ja, der ist gerade rumgesteppt. Das ist natürlich absolut an Luko, dass der dann derjenige ist, der da reingucken soll. Guck mal, da kommt er gerade rum. Hallo? Ist hier die Bäckerei? Na gut, dumm gelaufen halt. Also deswegen haben sie die Runde verloren. Schlecht abgesprochen bei den Feinden. Glück für ihn. Aber nichtsdestotrotz hat er hier sehr schön gespielt. Also ich denke, es ist sogar Supreme oder Global und nicht Lem. Glaube ich. Also mein erstes Gefühl ist direkt hier. Ich will es mir jetzt auch gar nicht großartig niederreden. Deswegen lasse ich es jetzt so. Es würde mich schon sehr wundern, wenn er arg viel schlechter wäre. Wobei Lem vielleicht noch drin ist. Aber es, also auch Global könnte hier auf jeden Fall reinspielen. Schwierig. Wir gucken, schauen, was passiert und... Ah! Viele haben hier genau das auch getippt, ne, klar. Also, das hier, Leute, das ist doch Troll, oder? 1% und hier 1%, selbst die hier. Das kann man doch nicht im Ernst sagen. Ja, es war bestimmt, Ja. Nee. Naja, komm. Letzter Clip, hau rein. Mache ich heute zumindest 4 Sterne, also jetzt noch 2, wäre sehr schön. Ach, guck mal, sogar in Full HD. Ja, neuser, aller Mama. Und er ist, oh, was ist das für ein Ekelmikrofon? Wer hat denn da einen Brunnen im Hintergrund, hä? Okay, ja, also anhand dieser Kacke, die 2 AWPs, Grauschelbauschel im Dauersenden und was ist das jetzt hier für eine Konstellation? Das kann ja nur, wenn man das hier sieht. Es kann doch nicht über Gold sein, wahrscheinlich auch eher in Richtung Silver.
Easy. Hab ich hier easy weggemacht, hab ich hier geklatscht. Ja, so ist Silber 1. Guck mal, habt, also passt auf, wer hier der Bombencarrier ist. Ihr seht es kaum, weil meine fette Rübe hier ist, aber er hat die Bombe. Es sind zwei auf Long. Und er überlegt sich, nach hinten zu gehen. Also es muss Silber 1 sein. Silber 1 oder Silber 2. Ich werde aber auf 1 gehen. Ich gehe auf den untersten Punkt. Er ist vielleicht auch drüber, aber das ist einfach ein Statement, das ich hier aussetze. Beziehungsweise, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Da das hier aber ein Ranktel ist, müsste er theoretisch jetzt noch alle bezwingen. Wahrscheinlich ist es eine Runde, die er sogar gewinnt. Mit reinem Glück, hinter ihm ist der City. Der sieht ihn, der sieht seinen Arsch. Gerade noch so, jetzt nicht mehr. Bam. Und er, hä? Jungs, war das gerade eben Team Attack oder was? Wenn der jetzt in den Spray reingeht, dann lache ich aber. Oh, auf A sind zwei Stück, wie ist er noch nicht gekillt? Achtung, oh mein Gott, er macht Ritz. Shit, ey. Guck mal, er läuft gerade von Long weg, dass er halt nicht mehr gekillt wird, so wie sein Mate. Wenn der jetzt beide noch holt, dann ist es der ekelhafteste Glückspilz der Welt. Und das Schlimme ist bei sowas, das Schlimme, gut, das war nicht schlecht, aber das Schlimme bei sowas ist, er glaubt ja tatsächlich dann in dem Fall, dass er halt gut ist. Es mag sein, dass die letzten beiden Schüsse jetzt auch gar nicht so schlecht waren. Auf gar keinen Fall. Aber er hat hier mindestens drei Momente gehabt, in denen er einfach hätte sterben können, aber nicht gestorben ist, weil er riesiges Glück hatte. Und nicht, weil er gut war. Guck mal, hier, sie alleinen sich fast. Gut, jetzt nicht ganz. Aber diese Position, die er jetzt hier bespielt, er kriegt ja sogar in den Arsch gefranst, hat nur noch 3 HP. Dass er hier nicht von den drei noch lebenden Gegnern irgendwie im Kreuzfeuer gebimmelt wird, ist ein Riesenglück. Und hat halt in dem Fall nichts mit Skill zu tun, ne? Allein die Smoke ist ja nochmal ein Mittel, das, ich sag mal, auch dann eben für Glück sorgt. Und das, also nicht für Glück sorgt, aber zum Glück ist sie da. Er kann nicht direkt gesehen werden von A, das meine ich. Er kann nicht direkt weggeaimt werden. Was hat der Gegner hier vorgehabt? Schaut mal, wie lange er vorschießt. Achtung. 1, 2. Der Gegner war blind, okay. Na, auch wieder. War das die Flash vom Gegner? Oh. Er, Jürgen, wie von seinem Kollegen Köttelmeier, geflasht und sieht deswegen nichts. Ach du Scheiße, das ist ja noch mehr als Glück, wenn die Gegner sich gegenseitig sabotieren. Aber ich werde mit euch ungewollt sabotieren. Die haben sich ja nicht abgesprochen, ne? Er springt einfach raus, da kommt die Flash und sagt er halt, ich springe auch hinterher. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich muss auch hier wieder sagen, es macht so Spaß, das zu analysieren. Ich weiß, ich bin selbst kein guter Spieler, aber ich habe halt bald 20 Jahre Counter-Strike auf dem Buckel. Gottes Willen, bin ich alt. Ja, und da hat er natürlich auch viel selbst erspielt, gespielt und natürlich auch viel gesehen. Ich sag Silver 2 in dem Fall. Vielleicht ist er hier, aber das, also das war ja wohl absolute Kokolori-Spielerlei. Ja, gut. Das ist doch gut gelaufen. Wir haben 4 Sterne, ich glaube, das hatten wir schon mal, oder? Nein, das erste Mal, dass wir 4 Sterne hatten. Jetzt müssen wir einmal halt volle Pulle haben und das will ich bitte niemals, danke. Ich will niemals 0 haben. Thanks noise, mit dir. Das war wieder eine richtig, richtig geile Runde. Das hat echt Spaß gemacht. Danke fürs Reinschauen. Meine Damen und Herren, wir lösen doch das Giveaway auf, neulich. Und zwar gab es vor kurzem eine AWP-Paw für euch zu gewinnen. Ihr musstet nur unter dem Video kommentieren, was für ein Rank ihr aktuell habt. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Ich habe auch schon die Rechnung gelöst. Wir holen die Kommentare. Vielen Dank für 18 Kommentare. Wir gehen direkt an den Zug und ich setze mich hier wieder passend hin. Sodele. Und es ist Pexi. Schon wie? Nee, halt, von Pexi hatte ich letztens die Demo. Nochmal vielen Dank, Pexi. Wir hatten von dir das erste Community Overwatch. Dankeschön dafür. Ich hätte nicht gedacht, dass der letzte Silver Elite Master ist. Bin übrigens DMG aktuell. Pexi, perfekt. Somit hast du das Giveaway gewonnen. Du bekommst die AWP Paw. 2 Sachen musst du bitte noch machen. Erstens, du schreibst mir auf deinen YouTube-Kanal, und zwar hier in die Kanalinfo, deinen Trade-Link mit rein. Du weißt ja, wie man das editiert. Du hast ja selbst schon Zeug drinstehen. Einfach deinen Trade-Link mit reinschreiben und bitte unter diesem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. So, Dulle, dann schicke ich dir das Teil zu. Jetzt mal noch das neue Giveaway auf. Und das ist wieder eine AWP, ja, und zwar die AWP Warm God. Absolut geiles Teil. Die kann man gewinnen, wenn man eine Frage beantwortet, die wie folgt lautet. Seid ihr eigentlich ab und an bei mir in den Livestreams drin? Auf Twitch, ihr wisst Bescheid. Wenn nicht, kann man gerne mal nachschauen. Hier kann man auch mit Nein antworten. Man kann dann trotzdem gewinnen, auch wenn man sagt, nee, ich war noch nicht, also es geht nur darum, die Frage zu beantworten. Ja, wart ihr schon mal bei mir im Zwiemerich? So, das wäre es dann soweit gewesen. Vielen lieben Dank, wie gesagt, fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, wer Lust und Zeit hat, heute im Livestream ab 18 Uhr auf Twitch. Der Dummerblei, wisst ihr, wie der Hase läuft. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen, danke für die Kommentare, danke für die Likes und later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.